Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Endlich, nach sehr, sehr langer Zeit. Es war nicht wirklich meine Schuld, weil ich einfach ewigst jetzt auf das neue iPhone warten musste, leider. Genau, deswegen war es jetzt eine ganze Zeit etwas ruhiger, aber ich bin zurück und vor Weihnachten, Gott sei Dank, jetzt auch noch und habe zwei schöne Sachen für euch heute. Einmal das Review zu den Saint Laurent Wallet und Chain. Und dann habe ich noch ein Unboxing und zwar mein von mir an mich persönliches Weihnachtsgeschenk. Dann starten wir aber erstmal mit den Saint Laurent. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich zwei verschiedene Varianten. Das sind beides Wallet- und Chain-Taschen. Sprich, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal Portemonnaies mit Kette. Ja, man kann sie als Portemonnaie nutzen. Mir persönlich wären die aber zu groß als Portemonnaie. Genau, von wegen Größe. Dann starten wir gleich mal mit den Maßen. Und zwar hat misst die 22,5 mal 14 mal ca. 4 cm. Und die Maße sind bei beiden Taschen identisch. Die haben auch innen den identischen Aufbau. Hier habe ich die Kette schon mal rausgeholt. Ich zeige es euch an dieser hier. Also, die haben hier vorne ein größeres Fach. Dann haben die hinten nochmal ein längliches, größeres Fach. Hier in der Mitte auch ein größeres Fach mit Reißverschluss. Dann hier zwei offene Bereiche und hier nochmal jeweils 10 Kartenfächer. Das heißt sehr viel Stauraum, weil es ja wie gesagt eben ein Wallet on Chain, also ein Portemonnaie an der Kette ist. Die Kette hier kann man übrigens abmachen, also man kann die auch durchaus als Klatsch tragen. Und eigentlich ist es auch so gedacht, dass man eben seine Sachen wirklich hier einräumt vom Portemonnaie. Dann hat man noch genügend Platz für Puder, für Autoschlüssel, für so Sachen. Ich zeige euch jetzt mal, was reinpasst, wenn man sie nicht umräumt, weil ich bin nämlich eher der Typ, der sie nie umräumt oder fast nie und wirklich die normalen Sachen reinpackt. Ich habe jetzt aktuell mein kleines Portemonnaie in Gebrauch. Ich kann euch aber sagen, auch das große, was ich habe von Louis Vuitton, das Emily, passt hier rein. Genau, nur so viel mal vorweg. Dann gucken wir mal. Also ich persönlich mache es immer so, dass ich die breiteren Sachen hinten reingebe, weil ich das Gefühl habe, das hintere Fach ist ein Stückchen breiter. Also ich habe jetzt hier einmal mein Louis Vuitton Schlüsseletui mit meinem Autoschlüssel und mein kleines Chanel Portemonnaie und habe hier jetzt noch mein altes Telefon. Das kann ich hier locker noch vorne reingeben. Wenn ich wie gesagt hergehen würde und würde hier mein Geld und meine Karten alles umräumen, könnte ich natürlich jetzt hier anstatt von dem Portemonnaie zum Beispiel den Puder reintun oder Lippenstift oder Desinfektionsgel oder. Eine normale Maske würde jetzt hier auch noch reinpassen, also das wäre kein Thema. Und wenn ich so fülle, dann kann ich es auch noch locker zumachen. Und es sieht jetzt auch von der Seite nicht irgendwie super aufgebläht aus. Ich meine, man könnte es natürlich auch noch ja, nach oben potenzieren, aber wie gesagt, ich mag das auch nicht, wenn meine Taschen so krass aufgebläht aussehen. So ist es für mich komplett in Ordnung. Nachdem ich die Schätzchen schon eine Zeit habe, dachte ich mir, ich zeige euch jetzt auch mal, wie der Zustand aktuell ist, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Da sage ich vorweg auch, ich habe absichtlich diese Variante gekauft mit diesem geprägten Stil, beziehungsweise die mit dem strukturierten Leder, was daran liegt, dass die unempfindlicher sind wie Glattleder, beziehungsweise dann vor allem weiße etc. in Glattleder. Genau, ich kann euch die auch wirklich mal im Detail zeigen. Also wie ihr seht, da ist überhaupt nichts dran. Auch die Ecken sind tipptopp. Also hier würde, glaube ich, niemand drauf tippen, dass ich die Tasche schon seit 4, 5 Jahren habe und wirklich auch häufig in Gebrauch. Selbiges ist es auch mit der hier. Also kann man überhaupt nichts zu sagen. Und ich hatte die wirklich schon oft dabei, früher sogar auch zum Feiern etc. Also sind wirklich gut qualitativ hochwertig verarbeitet und halten auch gut. Genau. Dieses Modell gibt es aktuell in Schwarz mit silberner Hardware, liegt bei 1250 Euro. Dieses Modell gibt es so nicht mehr, das war auch eine limitierte Variante. Aktuell gibt es wieder so einen Envelope-Style, der hat aber hier noch so einen Lederriemen runter und liegt derzeit bei 1290 Euro. Genau, so viel zu den Preisen. Ich blende euch dann jetzt mal ein paar Tragebilder ein, dass ihr euch natürlich auch ein bisschen ein Bild davon machen könnt, wie das Ganze denn gestylt aussieht.
Ich habe euch jetzt einfach über die vergangenen Jahre die unterschiedlichsten Looks rausgesucht. Ganz egal, ob Freizeit, schick, ausgehen, Party, Dinner, aber einfach nur auch für eine Runde spazieren gehen. Also wirklich die komplett unterschiedlichsten Anlässe, wie ihr auch wirklich an den Looks sehen könnt. Und natürlich für die beiden. Ich persönlich trage sie halt auch am liebsten Crossbody, was jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehen ist in den Bildern. Und verwende sie eher seltener als Clutch, ist aber natürlich genauso eine gute Möglichkeit. Und ja, also wie gesagt, ich liebe sie einfach vor allem eben für abends. Da finde ich sie am allerbesten geeignet von der Größe her, aber auch wenn man einfach nur mal spazieren gehen möchte und eben nicht viel dabei hat, ist es überhaupt kein Thema. Und ja, ich bin wie gesagt nach wie vor mega happy mit meinen und verwende sie auch wirklich häufig. Und bin einfach rundum glücklich und möchte euch auch jetzt gar nicht zu viel ja, während den Looks hier erzählen, sondern auch wirklich das ein bisschen auf euch wirken lassen. Urlaub ist übrigens auch ein Punkt, wo ich sie eigentlich immer dabei habe, mindestens eine. Weil sie da, finde ich, super praktisch sind, egal ob man kurz zum Frühstücken geht oder abends dann zum Abendessen oder eben mal einen Ausflug macht, einen kleinen oder shoppen geht. Also finde ich sie einfach einen perfekten Allrounder, wo genügend reinpasst, was man alles so braucht, wenn man unterwegs ist. Und man kann sie natürlich auch schicker stylen, also auch theoretisch büroschick. Da bräuchte ich allerdings dann einen Korb oder irgendwas dazu, weil dafür ist für mich die Tasche einfach zu klein. Aber es ist natürlich genauso ganz easy zu stylen. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu Pro und Contra. Also Pro, ich finde die Preis-Leistung bei Saint Laurent sehr gut. Egal welches Modell, also ich habe es noch nicht erwischt, wo ich mich ärgern musste. Ich finde auch für die Größe passt viel rein. Was man bedenken muss, ist allerdings, es ist keine normale große Tasche. Also man kann da nicht so viel reinstopfen wie in eine Alma, wie in eine Métis, wie in eine, weiß ich nicht, Lady Dior, Medium Chanel. Also damit kann man es natürlich nicht vergleichen. Das muss einem aber auch bewusst sein. Es ist eine Wallet und Chain und keine normale Handtasche. Genau. Und dann habe ich noch einen einzigen kleinen Negativpunkt. Es kann aber auch sein, dass ich da einfach ein bisschen empfindlich bin. Und zwar ist es die Kette hier bei beiden. Dadurch, dass das so eine Metallkette ist, finde ich das im Sommer etwas nervig, wenn das eben dann in die Schulter drückt, weil ich dann immer einen sehr deutlichen, ja, Abdruck habe danach und man es auch deutlich sieht und es irgendwann auch schmerzhaft wird, vor allem wenn man mehr Sachen versucht reinzupacken. Genau, aber wie gesagt, das ist bei mir bei allen Ketten, die so Metallketten haben, so auch bei Chanel etc. Ich wollte es nur mal dazu gesagt haben. Genau, aber ansonsten, also ich finde, sie sind auf alle Fälle einen Kauf wert. Ob man jetzt zwei kaufen muss, lasse ich mal dahingestellt, aber eine im Regal zu haben, finde ich persönlich auf alle Fälle eine gute Idee. Und dann jetzt ein flinker Wechsel hin zu meinem From Me to Me Weihnachtsgeschenk. Und tada, hier haben wir mein Weihnachtsgeschenk. Wie ihr schon am Beutel erkennen könnt, habe ich bei Manolo Blahnik zugeschlagen. Was auch eventuell nur daran liegt, dass momentan ja von Sex and the City die Fortsetzung läuft und ich mich da eventuell habe ein bisschen influenzen lassen. Aber nur eventuell natürlich. Und zwar habe ich mir. Was sollte es auch anderes sein? Die klassischen Hangisi Perms von Manolo gegönnt. Mit dem 70er Absatz. Ich finde die super angenehm zum Laufen. Und ja, ich kann noch nicht viel dazu sagen. Ich habe sie nur mal kurz angehabt heute. Die sind auch frisch geliefert worden. Und worauf ich besonders stolz und glücklich bin, ich konnte mir ein paar aus einer limitierten Edition sichern, die hier nämlich so schöne bunte Steinchen haben. Aber ich bin jetzt schon komplett hin und weg. Und ja, ich verstehe jetzt auch diesen Hype um die Manolos.
Sie sind wirklich super, super angenehm. Sehr, sehr edel. Und ja, aber ein ausführliches Review dazu folgt erst in ein paar Wochen, wenn Sie natürlich auch mal genügend Zeit hatten, getragen zu werden. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten und ich freue mich wie ein Schnitzel und dachte mir, ich teile das jetzt mit euch noch. Genau. Wie das einfach funkelt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt den Hype. Ich habe ihn lange nicht verstanden, aber ich verstehe ihn jetzt. Sie sind wirklich ein Traum und super, super, super bequem. Aber mehr dazu nach angemessener Zeit. Ansonsten, ich wünsche euch frohe Weihnachten, sofern ihr feiert. Ansonsten alles, alles Liebe, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und macht's gut soweit, lasst euch schön beschenken, lasst euch nicht ärgern, bleibt alle gesund und wir hören uns ganz bald wieder.